Sehr geehrter Kreisvorsitzender, lieber Michael, also ich muss ja wirklich eingangs schon mal sagen, eine angenehme Atmosphäre in Hameln, das hat Spaß gemacht, hierher zu fahren, das wunderbare Wetter, die wunderbaren Temperaturen eben auch hier im Raum, und mir wurde gerade eben schon berichtet, immer wenn du einlädst, hierher sind es wohl immer die heißesten Tage. Ich habe daraufhin gesagt, vielleicht solltest du nächstes Mal nicht zum Parteitag, sondern zum Sommerfest einladen. Dann kann man da entsprechend das Wetter dann auch danach stellen. Also ich freue mich heute Abend natürlich sehr, bei dir hier zu Gast zu sein. Liebe Kollegen im Niedersächsischen Landtag, liebe Petra Schumer, lieber Otto Deppmeier, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ist der? Nee, doch nicht, ich dachte, dass der da wäre, genau. Aber dann natürlich möchte ich auch begrüßen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Herrn Pohlmann, hochgestellte Persönlichkeiten, die alle hier heute Abend sich versammelt haben, die CDU-Mitglieder, Freunde und Gäste des CDU-Kreisverbandes. Ich freue mich über die Einladung, ich bin gerne heute hierher gekommen, und wenn ich bei der Begrüßung eben jemanden ausgespart habe, dann hat das auch einen Grund, weil ich deswegen, muss ich sagen, ganz besonders gerne heute auch hierher gekommen bin, und das ist meine ehemalige Kollegin Ulla Körtner. Liebe Ulla, ich freue mich wirklich, dass wir uns heute bei dieser Gelegenheit hier treffen. Ulla ist ja meine Vorvorgängerin als schulpolitische Sprecherin unserer Fraktion in dem Bereich. Ich habe eigentlich, als ich 2008 in den Landtag gekommen bin, Schulpolitik bei dir gelernt. Und deswegen freue ich mich sehr, heute genau hier bei dir zu sein und auch über dieses Thema zu diskutieren. Ja, und Michael Fietz hat schon angesprochen, das Schulgesetz ist diese Woche im Niedersächsischen Landtag verabschiedet worden. Du hast es gerade eben als Katastrophe bezeichnet. Ich würde es auch so zusammenfassen und sagen, der Mittwoch, der 3. Juni, war kein guter Tag für Niedersachsen. An diesem Tag ist diese weitgehende Schulgesetzänderung verabschiedet worden. Und wenn man das dann wirklich mal bewertet, was ist denn da passiert, wollen wir eben auch genau darüber heute Abend ja miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, wir alle sind uns einig, dass wenn man ein Schulgesetz verändert, wenn man auch im Bildungsbereich etwas verändert, dass ja eigentlich das Ziel sein muss, dass es dann tatsächlich nachhaltige Verbesserungen gibt, dass eigentlich das Ziel sein muss, dass man die Antworten bekommt auf die Fragen, die uns derzeit eben auch bildungspolitisch beschäftigen. Und da liegen massenhaft Themen auf dem Tisch, über die wir eigentlich diskutieren müssen, die eigentlich derzeit eben auch schulpolitische Antworten benötigen. Viele Themen können wir sicherlich auch nachher in der weiteren Diskussion miteinander besprechen. Ich will nur mal einige nennen. Was ist eigentlich derzeit das, was wir bildungspolitisch diskutieren und wo wir die entsprechenden Antworten benötigen? Da kann man zuerst das ganz große Megathema benennen, die Zukunft der Inklusion. Also das Recht auf Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler, eben auch entsprechend mit Behinderung. Da ist in Niedersachsen 2012 auch unter unserer Regierung etwas auf den Weg gebracht worden. Aber jetzt muss es natürlich darum gehen, die aktuellen Probleme, und die kann man ja auch mal ansprechen, die gehören dazu, diese Probleme eben auch anzusprechen und hier die Antworten zu finden. Da geht es natürlich bei Inklusion um Ausstattung. Ausstattung von Lehrkräften, Sonderpädagogen. Es geht darum, wie soll Inklusion gesteuert werden, wie sollen mobile Dienste, die pädagogische Betreuung dann auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommen, wie soll entsprechend die Schulstruktur überhaupt in diesem Bereich zukünftig aussehen. Und genau auf diese Fragen liefert diese Schulgesetzänderung nicht eine einzige Antwort. Im Gegenteil, diese Schulgesetzänderung, auch gerade im Bereich der Inklusion, schafft neue Verunsicherung, und das ist wieder genau das Gegenteil, was man eigentlich braucht, um gute Bildung zu machen. Wenn ich nur mal über Inklusion jetzt stichpunktartig drüber weggehe, wir könnten über weitere Themen reden, wie Schulsozialarbeit, Betreuungslehrkräfte, Unterrichtsversorgung, Förderung von Flüchtlingen, die wir aktuell in unseren Schulen haben. Wie wollen wir mit all diesen Fragestellungen umgehen? Auf all diese Fragestellungen gibt es mit dieser Schulgesetzänderung keine Antworten. Und das ist der erste große Vorwurf, den wir der niedersächsischen Landesregierung machen, dass es mit dieser Schulgesetzänderung eben nicht darum geht, die Antworten auf die derzeitigen Fragestellungen zu liefern, dass es wieder einmal nicht darum geht, Inhalt und Qualität in der Bildung zu verbessern, sondern dass es wieder einmal nur darum geht, eine bildungspolitische Ideologie umzusetzen und die Fragestruktur wieder über allem steht und wir wieder Diskussionen führen, wie sie, glaube ich, vermutlich Sie alle auch immer schon in der Vergangenheit immer wieder geführt haben, wie sie immer wieder in Niedersachsen gehabt haben. Und ich sage es mal so deutlich auch an dieser Stelle, ich als doch noch jüngerer Bildungspolitiker im Niedersächsischen Landtag, ich habe keinen Bock mehr darauf, immer wieder diese Strukturdiskussion zu führen. Ist jetzt die Gesamtschule die richtige Schule oder ist das Gymnasium die richtige Schule oder können wir Inklusion nur zum Erfolg bringen, wenn wir Förderschulen schließen? Genau diese Strukturdiskussion,
Die, bin ich der Meinung, haben wir eigentlich lange Leid in Niedersachsen. Die haben wir auch überhaupt nicht mehr nötig, diese Strukturdiskussion. Und die bringt die jetzige Landesregierung wieder in das gesamte Land. Und für mich ist das, was hier stattfindet, eine Bildungspolitik aus der ideologischen Mottenkiste der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Genau das ist das, was jetzt umgesetzt wird. Und da schreibt sich die Landesregierung auf die Plakate: Das ist jetzt die zukunftsoffensive Bildung, die mit dieser Landesregierung stattfindet. Ich sage ganz deutlich, das, was jetzt stattfindet, ist keine Zukunftsoffensive. Das ist zurück in die Vergangenheit. Das ist Rückschritt statt Fortschritt. Und das ist die aktuelle Entwicklung, die wir in Niedersachsen haben. SPD und Grüne meinten dann im Niedersächsischen Landtag, als am Mittwoch dieses Gesetz beschlossen worden ist, dass man sich dafür jetzt ja ein bisschen abfeiern muss, dass man jubeln muss, dass diese Debatte jetzt beendet ist, dieses Gesetz beschlossen worden ist. Man muss ja auch sagen, so jung ist diese Landesregierung auch gar nicht mehr. Die Regierungszeit ist mittlerweile über die Hälfte der Wahlperiode hinaus. Erst jetzt kommen diese Änderungen, die vor über 2 Jahren im Koalitionsvertrag angekündigt worden sind. Also aus deren Sicht natürlich ein Meilenstein, der sollte gefeiert werden. Und das ist tatsächlich eine etwas witzige Anekdote, die wir am Mittwoch dort im Landtag erlebt haben. Weil die SPD keinen findet, der so richtig mit denen feiern will bei dieser Schulgesetzänderung, hat die Landtagsfraktion der SPD einfach mal selbst eine Demonstration vom Landtag angemeldet. Also es war tatsächlich amüsant, wir haben das dann durch Zufall ja irgendwie gesehen, wie die Wege immer so laufen, dass also die SPD-Fraktion selber eine Demonstration vom Landtag angemeldet hat. 50 Personen sind angemeldet worden mit 100 Luftballons und es sollte das Bildungschancengesetz so verkaufen, SPD und Grüne, dass das sollte dann dort gefeiert werden. Die Demonstration war angemeldet für 11:45 und ich habe dann immer aus dem Fenster geguckt, wir sind jetzt ja derzeit in unserem provisorischen Plenarsaal und ich habe dann immer rausgeguckt und geguckt, wo bleiben denn jetzt diese Demonstranten? Und das war 11:45, das war 1, das war nach 1, war immer noch keiner zu sehen, der eigentlich dieses Gesetz bejubeln wollte. Und wirklich 5 Minuten bevor diese Gesetzesberatung im Landtag endete, wir haben 4 Stunden darüber beraten am Mittwoch, da erklärte sich die ganze Geschichte dann auf, dass gar kein Demonstrant kommt, sondern die SPD-Fraktion selber rausgeht und sich feiern will und die Ballons steigen lässt. Das zeigt so ein Stück weit, wie die Stimmung da ist und was da eigentlich so abgeht. Aber was dahinter steckt ist, dass die selber meinen, sich für dieses Gesetz abzufeiern, haben dann 100 rote Luftballons in den Himmel steigen lassen. Noch eine Anekdote dazu. Die haben auf dem Fax, was sie zur Anmeldung dieser Demonstration an den Landtag gerichtet haben, aufgeschrieben, dass keine Promis dabei sind. Ich fand das eigentlich ganz interessant, aber immerhin die Kultusministerin, der Wirtschaftsminister waren dabei, aber so sehen die sich halt selber anscheinend. Also tatsächlich so ein bisschen Anekdote, was war am Mittwoch im Landtag eigentlich los, aber warum erzähle ich das? Weil diese Landesregierung auch bei diesem selber Abfeiern vollkommen ignoriert, wie ist eigentlich wirklich die Stimmung bei uns im Land. Und ich glaube, da muss man auch keine parteipolitische Brille aufhaben, dass man sehr schnell wahrnehmen kann, wir haben eine massive Unruhe in allen niedersächsischen Schulformen. Wir haben eine massive Störung des Schulfriedens, insbesondere im Bereich der Gymnasien. Das kommt durch die falschen Entscheidungen, die die Landesregierung getroffen hat, mit der willkürlichen Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrer, der Abschaffung der Altersermäßigung für alle Lehrkräfte aller Schulformen. Das waren ja gleich so die ersten Maßnahmen, die eben direkt nach dem Regierungswechsel stattgefunden haben. Die Unruhe setzt sich fort mit dem Koalitionsvertrag, der eben diese Strukturdebatte ja schon seit mittlerweile über 2 Jahren ins Land bringt. Das Ganze führt dazu, dass wir Lehrerdemonstrationen immer wieder an sämtlichen Standorten haben, Schülerdemonstrationen an vielen Standorten im Land haben, dass wir Menschen haben, die sich nicht mehr wissen zu wehren gegen diese Landespolitik, die Petitionen an den Niedersächsischen Landtag schreiben. Und das muss man wirklich sich mal vor Augen führen. Wir haben mittlerweile, wenn ich das nur das letzte Jahr nehme, Petitionen, die sich gegen die Bildungspolitik dieser Landesregierung richten, die von weit über 100.000 Menschen unterschrieben worden sind. Weit über 100.000 Menschen, die sich mit Petitionen gegen diese Bildungspolitik an den Niedersächsischen Landtag wenden. Dabei sind ganz große Petitionen gewesen, die sich für den Erhalt der Förderschule Sprache aussprechen. Das waren rund 70.000 Menschen. Es hat auf dieser Internetplattform, Open Petition heißt sie, also offene Plattform zum Petitionsstand im Internet, noch nie eine Petition in Niedersachsen gegeben, die auf dieser Plattform so viele Unterschriften bekommen hat, zum Erhalt der Förderschule Sprache. Es gab mehrere Petitionen zum Erhalt der Förderschule Lernen und viele Petitionen, die sich dagegen wehren, dass die Gesamtschule ersetzende Schulform werden soll. Das alles mit weit über 100.000 Unterschriften, die dort vorliegen. Es gibt Schülerdemonstrationen wie in Brake. Ich vermute, auch das haben einige von Ihnen mitbekommen. Auch schon wieder so eine kleine Anekdote. Die Ministerin ist derzeit natürlich auch im Land unterwegs und besucht Schulen.
Aber was auffällt, die Ministerin besucht ungern Gymnasien. Das kann man auch gut nachvollziehen. Wir bekommen als Abgeordnete jede Woche den Terminkalender der Landesregierung und dann steht da drin, wer macht welche Termine oder wer macht vielleicht auch weniger Termine. Da fällt die Ministerin auch mit auf, dass sie gerne auch nicht so ganz viele Termine macht. Aber wenn sie Schulen besucht, wie besucht die Kultusministerin am liebsten integrierte Gesamtschulen. Und nun ist das ein bisschen dumm gelaufen in Brake in der Wesermarsch, dass sie dort die integrierte Gesamtschule besuchen wollte und dass das in der Planung im Kultusministerium durchgerutscht ist, dass das Gymnasium auf dem kleinen Schulhof ist. Und als die Ministerin dort ankam und die IGS besuchen wollte, standen 1000 demonstrierende Schüler von dem Gymnasium draußen und haben gegen diese Bildungspolitik demonstriert. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass damals dort regional die Nordwestzeitung darüber berichtet hat, dass die Schule dann diesen Bericht der Nordwestzeitung auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat und anschließend dann die Landesschulbehörde die Schule aufgefordert hat, diesen Bericht wieder von der Internetseite zu nehmen und der Schulleiter zum Dienstgespräch eingeladen worden ist. Das zeigt, wie die Landesregierung auch mit Protest umgeht. Also wenn solche Demonstrationen stattfinden, am liebsten Maulkorb drüber und dann auch entsprechende Verfahren, die den Schulleiter treffen. Und ich habe im Landtag am Mittwoch bei der Aussprache zum Schulgesetz gesagt, all diese Demonstrationen ignoriert diese Landesregierung vollkommen. Sie tut einfach so, als wenn das alles gar nicht da wäre, wenn der ganze Protest gar nicht da wäre. Und ich habe dann aus einer Demonstration ein Beispiel genannt, die hat letzte Woche Freitag stattgefunden in Celle. Und diese Demonstration, da kann man auch keiner Partei irgendwie einen Vorwurf machen, ist wirklich entstanden aus der Schülerschaft, von den Eltern und den Lehrkräften, die dort in Celle demonstriert haben. Immerhin 500 Menschen, die vor Ort in Celle in der Stadt auf die Straße gegangen sind. Und ich habe das dann am Mittwoch im Landtag auch zitiert, die haben dort gesungen in Celle. Ich habe nicht das ganze Lied vorgesungen im Landtag, das passt da nicht hin. Die Melodie dieses Liedes war an der Nordseeküste und ich will nur mal die letzte Strophe dieses Liedes, was die Eltern dort gesungen haben, mal vorlesen. Und diese Strophe lautet, Protest rührt sich an vielen Schulen im Lande. Euer Umgang damit ist eine Riesenschande. Dabei ist es nur eine Stimme Mehrheit, die zählt. Eine solche Regierung wird bald abgewählt. Das war die Strophe aus Celle, die wir auch am Mittwoch im Landtag dann mal beispielhaft auf die Agenda gehoben. Aber das alles macht deutlich, und deswegen erzähle ich das auch vorweg, bevor wir zu den Detailpunkten dieser Schulgesetzänderung kommen. Wir haben eine massiv aufgehitzte Stimmung in den Schulen und ich glaube, man kann es wirklich so feststellen, so ist es in Niedersachsen in einer solch schwierigen Situation selten gewesen, dass Klassenfahrten ausgesetzt werden, die ganzen Demonstrationen stattfinden, alles was entsprechend dazugehört. All das wird ignoriert und diese jetzige Schulgesetzänderung nach meiner Überzeugung wirkt eher noch verschärfend in dieser Situation und schafft noch weitere Unruhe. Und da will ich einen Bereich rausgreifen zunächst, der mit dieser Schulgesetzänderung zusammenhängt. Und da möchte ich Ihnen einen Slogan nennen und den Slogan habe ich mir gar nicht selber ausgedacht. Den Slogan hat sich die Landesregierung ausgedacht und hat ihn auch auf Plakate gedruckt. Und dieser Slogan, der auf dem Plakat steht, lautet Gymnasien gemeinsam stärken. Und jetzt können wir ja mal gucken, wenn also diese SPD-grüne Landesregierung aus Gymnasium auf das Plakat schreibt, Gymnasium gemeinsam stärken, was ist denn jetzt in dieser Schulgesetzänderung drin, was bedeutet das und wird das eigentlich diesem Slogan gerecht, den man sich auf die Plakate geschrieben hat? Und da kann ich den ersten großen Bereich rausnehmen, das ist die Zukunft des Abiturs in Niedersachsen, dass Niedersachsen eben jetzt nach den Sommerferien beginnt, an den Gymnasien als Regel wieder das G9, also das Abitur nach 13 Jahren einführt. Das ist von allen Beteiligten in der Bildungsszene gewollt, auch von den Gymnasialvertretern gewollt, dass dieses G9, das Abitur nach 13 Jahren, wieder kommt. Also da kann man sicherlich sagen, im Grundsatz G9, Abitur nach 13 Jahren, ja, das passt mit dieser Überschrift zusammen, Gymnasium stärken. Aber der entscheidende Punkt, wie bei allem, ist ja, wie wird es denn umgesetzt? Wie soll denn das Ganze aussehen? Und es fehlen eben die Antworten, wie auch zukünftig zum Beispiel leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler so gefördert werden können, dass sie vielleicht auch zukünftig die Abiturzeit verkürzen und das Abitur nach 12 Jahren machen. Darauf gibt es keine Antworten. Es geht dann aber auch um die ganz einfache Umsetzung. Jetzt nach den Sommerferien, das ist ja nicht mehr ganz so lange weg, die Temperaturen sagen es ja schon, jetzt nach den Sommerferien sollen 4 Jahrgänge auf einmal mit diesem G9 anfangen, die Jahrgänge 5, 6, 7 und 8 nach den Sommerferien. Die Stundentafel, die dazu gehört, ist massiv umstritten. Die Lehrpläne sind nicht fertig, Schulbücher sind nicht fertig. Selbst die größten Befürworter dieses G9 stehen voller Verzweiflung davor und wissen eigentlich gar nicht, wie sie es umsetzen sollen. Und jetzt kann man sagen, gerade die Kritiker des G8, des Abiturs nach 12 Jahren, sagen ja und haben ja insbesondere die Einführung und Umsetzung kritisiert, aber das, was derzeit passiert,
ist eine ganze Ecke dramatischer. 4 Jahrgänge auf einmal wissen nicht, wie die Rahmenbedingungen nach den Ferien aussehen. Die Schulbuchverlage sitzen bei uns im Kultusausschuss voller Verzweiflung und würden gerne endlich mal wissen, wie ein Schulbuch aussehen soll, was dazugehört. Jetzt ist das Gesetz am 3. Juni beschlossen, soll nach den Sommerferien in Kraft treten. Und das zeigt einfach, und das habe ich auch der Landesregierung gesagt, ich unterstelle den groben Vorsatz, dass man gar nicht will, dass dieses G9 an Gymnasien erfolgreich startet. Die Rahmenbedingungen sind zumindest entsprechend gestaltet. Und ein Punkt gehört dann noch dazu. Und da sind wir beim Thema Unterrichtsversorgung und Lehrerstellen. Auch das muss ich natürlich beim G9 berücksichtigen. Wenn ich die Schülerinnen und Schüler ein Jahr länger in der Schule habe, kostet das natürlich auch Ressourcen und auch Lehrerstellen. Und die Landesregierung hat uns das selber vorgerechnet. Im Jahr 2020, 2021, dann ist die Abiturphase, brauchen wir 1.300 zusätzliche Lehrerstellen an den Gymnasien. 1.300. Da muss ich heute die Weichen dafür stellen, dass das dann tatsächlich auch funktioniert und diese Lehrerstellen dann auch da sind. Aber ich glaube, auch das werden Sie alle unterschreiben aus der Praxis heraus. Wir erleben derzeit aber genau das Gegenteil. Lehrerstellen, insbesondere an Gymnasien, aber auch Oberschulen, werden systematisch nicht besetzt. Frei werdende Stellen von Lehrkräften, die in Pension gehen, werden eben nicht besetzt. Das heißt, und das ist die derzeitige Situation, wir haben das Gymnasium und auch dieses G9. Sind das Stellensparprogramm der Landesregierung. Und ich habe es am Mittwoch im Landtag gesagt, die Konsequenz ist erschreckend. Denn die Konsequenz wird bedeuten, wenn wir 2017, 2018 wieder einen Regierungswechsel in Niedersachsen haben, sind wir diejenigen, die das ausbaden müssen, weil dann die Abiturphase kommt und die Lehrkräfte nicht da sind. Auch das gehört dazu und auch das muss man bei diesem G9 entsprechend berücksichtigen. Gerade das Thema Stellenbesetzung in allen Schulformen derzeit, Unterrichtsversorgung, macht für mich den Eindruck, dass diese Landesregierung gar kein Interesse daran hat, überhaupt weiter zu regieren nach dem Regierungswechsel, weil die systematisch die Unterrichtsversorgung gegen die Wand fahren. Ich komme immer noch unter der Überschrift Gymnasium gemeinsam stärken zum nächsten Punkt und das ist, dass die Gesamtschule zukünftig ersetzende Schulform wird. Und dann ist das schön, dass die Menschen von ganz allein im Land merken, was bedeutet eigentlich diese Veränderung. Und der Redakteur der Braunschweiger Zeitung, Michael Ahlers, hat in einem Kommentar geschrieben, das, was jetzt kommt, ist das Gesamtschulbeschleunigungsgesetz. Und es ist gut, wenn das jemand von außen so nennt, wenn wir das sagen würden, wird wieder ein gleich die Ideologie entsprechend attestiert. Aber die Menschen von draußen sehen das eben von ganz alleine. Und das, was wir daran kritisieren, ist nicht, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir eine Schulform gegen die andere ausspielen wollen. Aber wenn es jetzt zukünftig so ist, dass wenn ein Schulträger in seinem Gebiet eine integrierte Gesamtschule hat, er alles andere schließen kann. Er muss nichts anderes mehr vorhalten. Hauptschule, Realschule, Oberschule, Gymnasium, alles kann entsprechend geschlossen werden. Dann führt das zwangsläufig zu einer kompletten Strukturdebatte, die wir wieder in Niedersachsen haben. Und genau das ist auch wieder das Gegenteil von dem, was wir brauchen für gute Bildung. Denn allein die Diskussion schadet. Wenn immer wieder die Diskussion geführt wird, wenn Eltern entscheiden sollen, wo melde ich mein Kind an? Und dann wird die Diskussion abgeführt, aber ich weiß gar nicht, ob dieses Gymnasium überhaupt bestehen bleibt, ob es das zukünftig überhaupt noch gibt. All das führt eben zu der massiven Unruhe, die wir dann im Bildungsbereich eben genau gerade nicht gebrauchen können. Und wenn wir diejenigen fragen, die für mich der Schlüssel zum Erfolg für gute Bildung sind, und das sind unsere Lehrkräfte, wenn wir die fragen, was brauchen wir eigentlich, um Bildung gut umzusetzen, dann ist garantiert das Erste, was die uns sagen, dann, liebe Abgeordnete Hannover, dann lasst uns bitte endlich mal in Ruhe. Lasst uns endlich mal unsere Arbeit machen, lasst uns endlich die Strukturdiskussion beenden und über Inhalt und Qualität sprechen. Und hier passiert genau das Gegenteil. Viele weitere Punkte ließen sich noch aufzählen, die unter dieser Überschrift stehen, das Gymnasium gemeinsam stärken. Da kommen wir sicherlich aber auch in der Diskussion nachher noch drauf. Aber ich denke, nur die Beispiele, die ich eben genannt habe, machen ein Stück weit deutlich und jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Ist das eigentlich ernst gemeint, was auf diesem Plakat steht, oder ist das eben nicht ernst gemeint? Oder ist es vielleicht doch eben so, wie die Ideologie, wenn Rote und Grüne meinen, sie sind unbeobachtet, dann ja doch mal nach außen durchdringt, wo man dann doch sieht, was ist eigentlich deren wirkliches Interesse. Und ich muss Ihnen wahrscheinlich ja allen die Zitate nicht bringen von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Niedersächsischen Landtag, die Ihnen ja gerade hier in der Region gut bekannt ist. Aber wenn die dann sagt, dass an dem Gymnasium ja immer noch die Unternehmerkinder sind und die Eltern wollen, dass diese Unternehmerkinder von den Sprudelkindern doch abgesondert werden müssen, dann zeigt das eben für mich, auch bei diesem Schulgesetz, die wirkliche Denkweise, die dahinter steht, die wirkliche Ideologie, die dahinter steht. Dann zeigt das für mich auch, und das wurde auch in den Worten der Kultusministerin im Landtag diese Woche deutlich, dann zeigt das für mich auch, dass hier ein Bild gezeichnet wird von unseren Schulen,
wie wir das eigentlich im vorigen Jahrhundert nicht einmal gehabt haben. Das wird alles in eine Ecke gestellt und das ist für mich wirklich das Erschreckende dabei und das macht eben auch deutlich, es geht hier nicht um Inhalt und Qualität, es geht nur um die Ideologie, die dahinter steht. Und natürlich wissen wir alle, dass eben Unternehmerkinder nicht das sind, was das Gymnasium ausmacht, sondern das Gymnasium eine starke Schule ist, wie eine Vielfalt in unserem Bildungssystem wichtig ist. Und für mich ist das eben wirklich erschreckend, was dort gesagt worden ist und ein Beispiel dafür, was vermutlich wirklich der Grund ist, warum diese Gesetzesänderung so kommt. Ich jedenfalls habe nur einen Realschulabschluss und wäre dann nach der Form von Frau Piel ein Schmuddelkind. Ich fühle mich nicht als Schmuddelkind und ich glaube, wir alle sollten dafür eintreten, dass genau eine solche Ideologie in der Bildungspolitik nicht zu suchen hat. Letztes Thema, ganz kurz noch angeschnitten, das ist ein so großes Thema, dass man das eigentlich abendfüllend diskutieren kann. Und das ist eben die Umsetzung der schulischen Inklusion, also das Recht auf Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler. Und wir haben im Niedersächsischen Landtag im Jahr 2012 einen wirklichen Paradigmenwechsel beschritten. Wir haben einen Paradigmenwechsel beschritten, als wir damals im Landtag gesagt haben, in unserer Regierungsverantwortung, wir wollen nicht, dass es Eltern gibt, die ein Kind haben mit einem festgestellten Förderbedarf, egal welcher Bereich das ist, die vor einem Gericht ziehen müssen, um ihr Kind auf der allgemeinbildenden Schule einzuklagen. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Eltern vor Gericht ziehen müssen. Wir wollen, dass in Niedersachsen jede Schule eine inklusive Schule ist und dass wir das Recht auf Teilhabe für alle entsprechend ermöglichen. Das war der ganz große, entscheidende Paradigmenwechsel. Und natürlich ist es so, dass dieses Ziel, was dahinter steht, nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren und auch nicht in 10 Jahren komplett zu erreichen ist, sondern die Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist auch eine Generationenaufgabe, die dazu gehört. Wir reden also über 25 Jahre und mehr, bis man vielleicht wirklich sagen kann, jawohl, das ist jetzt Normalität. Und es muss natürlich darum gehen, eine vernünftige Ausbildung und Weiterbildung von allen Lehrkräften zu haben, eine gute Ausstattung sicherzustellen. Genau darum muss es gehen, wenn ich Inklusion jetzt zum Erfolg bringen will. Und natürlich gibt es jetzt Probleme, über die wir auch sprechen müssen. Einige habe ich ja vorhin angesprochen. Aber man kann doch nicht glauben, so wie SPD und Grüne das jetzt machen, dass die Probleme, die nachweislich da sind, einfach gelöst werden können, indem ich Förderschulen schließe. Genau das ist für uns der falsche Weg. Wir wollen im Grundsatz, und das war damals auch der Grundsatz bei diesem Paradigmenwechsel, wir wollen die Wahlfreiheit für die Eltern. Wir wollen, dass die Eltern entscheiden können, wo ist der beste Lern- und Förderort für mein Kind? Ist das die allgemeinbildende Schule oder ist das eben die Förderschule? Wir glauben, dass wir nur über die Wahlfreiheit diesen Prozess gestalten können, alle Beteiligten auch mitnehmen können. Und deswegen auch an dieser Stelle nochmal deutlich unterstrichen, für die CDU in Niedersachsen ist die Abschaffung weiterer Förderschulen nicht verhandelbar. Und das ist deshalb so, nicht, weil wir gegen Inklusion sind, sondern weil wir für Inklusion sind. Wir haben bei der Umsetzung der Inklusion noch nicht den ersten Fuß auf dem Boden. Und jetzt will die Landesregierung den nächsten Schritt machen und Förderschulen abschaffen. Man kann das dann auch Zwangsinklusion nennen. Für uns ist das Inklusion gegen die Beteiligten. Und unsere große Sorge ist, mit dem, was jetzt dort passiert, ohne dass die Rahmenbedingungen da sind, überfordern wir alle Beteiligten. Wir überfordern die Eltern, wir überfordern die Lehrkräfte und wir überfordern vor allen Dingen die Kinder. Und die müssen an allererster Stelle stehen bei dieser Entscheidung. Und unsere große Sorge ist, dass es uns bei der Inklusion, möglicherweise dauert das gar keine 10 Jahre, dass es uns dann so geht wie heute beim G8, dass man dann später sagt, oh, war vielleicht gar nicht so gut eingeführt, war nicht gut vorbereitet, Ausstattung hat nicht gepasst, jetzt mal den Schalter zurücklegen und alles wieder auf Null. Nur das geht bei der Inklusion nicht. Dann ist erstens eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe gescheitert, das ist der erste Punkt. Aber das, was dann zerschlagen ist, an guten Fördermöglichkeiten, an guten Förderinstrumenten, die es in den Regionen gibt, das, was dann einmal kaputt ist, das bekomme ich dann nicht wieder. Und genau deshalb sind wir eindeutig dafür, diese Wahlfreiheit in Niedersachsen zu erhalten und alle Beteiligten auf den Weg mitzunehmen. Und deswegen abschließend an dieser Stelle, auch aufgrund des Zeitfensters, unsere große Sorge ist, dass mit dem jetzt beschrittenen Weg eben nicht Inhalt und Qualität verbessert werden, sondern nur eine Ideologie, die lange verfolgt worden ist in Niedersachsen, jetzt endlich komplett auf den Weg gebracht wird. Wir reden eigentlich viel zu wenig, und das sei abschließend an dieser Stelle gesagt, wir reden viel zu wenig über die wirkliche Stärke unseres Bildungssystems, und da sehe ich auch wichtige Aufgaben. Und das ist die Berufsorientierung, das ist die Kooperation von Schule und Wirtschaft, das sind unsere berufsbildenden Schulen, das ist die duale Ausbildung. Genau das sind die Stärken unseres Bildungssystems.
Wir gehen in andere Länder Europas und wollen denen erzählen, wie gut unser deutsches Modell ist, Kooperation, Schule, Wirtschaft, duale Ausbildung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann entfernen wir selber uns immer weiter genau von diesem Erfolgsmodell, was wir versuchen, anderen zu erklären. Und ich finde genau... Ich finde, genau an der Stelle lohnt es sich, engagiert für gute Bildung einzutreten. Bildungsgerechtigkeit, von der auch gerade SPD und Grüne so viel reden, Bildungsgerechtigkeit funktioniert eben nicht, so wie Sie es immer darstellen, über Gleichmacherei. Ich kann das nicht einfach mal gleich über alle verteilen. Schule ist eben nicht der Ort zur Herstellung von Gleichheit, sondern Schule ist der Ort zur Förderung der Individualität und der eigenen Persönlichkeit. Und ich finde, dafür sollten wir eintreten. Vielen Dank.